Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Kellner Live. Heute ist wieder ein spannendes EU-Duell bei uns. Und zwar ist bei uns zu Gast von der FPÖ Peter Steger. Hallo, grüß Gott. Und Johannes Voggenhuber von Ein Europa Liste Jetzt. Hallo. Ich glaube, es wird ein hitziges Duell werden, weil Sie zwei, glaube ich, politisch zumindest nicht allzu viel gemeinsam haben, aber vielleicht auch schon. Wir werden gleich darüber sprechen. Frau Steger, ich würde mit Ihnen starten. Es gab ja schon ein paar Diskussionen im Rahmen dieses Europawahlkampfs und der Johannes Voggenhuber hat immer wieder betont, dass die FPÖ mit Rechtsextremen in einer Koalition sitzt in Europa. Mhm. Marine Le Pen, Salvini, AfD etc. Was sagen Sie dazu? Sind das wirklich Rechtsextreme, mit denen Sie da in Europa koalieren? Schon einerseits muss ich dazu sagen, dass der Herr Voggenhuber dann anscheinend nicht weiß, was Extreme sind oder was Extremismus bedeutet, weil das bedeutet einfach Ablehnung der Demokratie und Durchsetzung der politischen Einstellung im Wege der Gewalt. Andererseits kann ich nur sagen, dass genau diese Form der Verteufelung und das sind die Bösen, dieses Schwarz-Weiß-Denken genau dazu führt, dass es immer mehr Streitereien und Konflikte zu einer immer größeren Spaltung innerhalb der Europäischen Union kommt. Und gerade das ist kritisch zu sehen für die Zukunft der Europäischen Union. Aber Ihrer Meinung nach sind das keine Rechtsextremen? Überhaupt nicht. Das sind Reformatoren, die setzen sich ein für eine Europäische Union, die ein anderes Bild hat als das von Herrn Voggenhuber, wo ich sage, Gott sei Dank, und wo wir überzeugt sind, dass gerade diese Zukunftsvision eines Europas dazu führt, dass die Europäische Union auch in Zukunft Bestand haben wird. Und das sind keine Spalter oder sonst irgendwas, das sind die Wahlgewinner der letzten Jahre. Man braucht sich ja nur die Umfragen anschauen in den einzelnen Ländern, wo ein Orban bei 50% liegt, wo ein Salvini bei 40% liegt, wo wir jetzt in Frankreich gehört haben, dass eine Le Pen den Macron überholt hat in den Umfragen. Also es sind die Wahlgewinner und es zeigt auch, dass sie viel näher an den Bedürfnissen der Bevölkerung dran sind. Mhm. Herr Voggenhuber, Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Also erstens finde ich, ist heute ein sehr guter Tag und eine sehr gute Stunde. Allen Musliminnen und Muslimen in Österreich einen gesegneten Fastenmonat Ramadan zu wünschen. Vielleicht auch, damit sie sehen, dass nicht alle Menschen mit Rassismus und Feindseligkeit den Menschen, die aus Krieg und Elend hierher flüchten, begegnen. Genau, das habe ich gemeint. Genau. Immer und dann ist es halt einfach lustig, wenn Menschen als Reformer angesprochen werden, die in ganz Europa für Entsetzen sorgen, Strafverfahren gegen Ungarn, Strafverfahren gegen Polen, wegen Verletzung der europäischen Grundrechte. Ja, weil sie bei der Migration nicht mitgespielt haben. Das war der Grund, warum es ein Verletzungsverfahren gibt. EuGH-Verurteilungen wegen Verletzung der Grundrechte. Das passt halt nicht ins ideologische Weltbild. Hetze, Rassismus gegen Flüchtlinge. Ich würde einen Vorschlag machen. Also ich habe jetzt festgestellt, ich bin einer der entschlossensten Gegner der FPÖ. Der Erkenntnisgewinn unserer Konfrontationen für die Zuhörer und Zuseher ist gering. Ich habe aber auch festgestellt, dass das der FPÖ jede Form sachlicher Auseinandersetzung erspart. Sie braucht nur, wie die tibetanische Gebetsmühle, ihre Verharmlosungen und ihre Abwehrfloskeln produzieren. Ich würde so gern einmal erfahren, was denn außer Zerstörung, außer Destruktion die FPÖ in Europa noch vorhat. Sie können sich, wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Den Klimaschutz, wenn Sie ihn gerade nicht mehr leugnen, oder Migration und Flüchtlinge, oder eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir könnten über die digitale Revolution in Europa mit millionenfachem Verlust von Arbeitsplätzen reden. Und was Sie vorhaben, was Sie eigentlich politisch in Europa bewirken wollen, außer dass Sie kein Europa wollen, außer dass Sie auf einen Nationalstaat setzen, der jeden Tag den Menschen seine Zukunftsunfähigkeit beweist. Schon sehr, das freut mich, ja, weil das ist das erste Mal, dass ich vom Kollegen Voggenhuber höre, genauso wie von den anderen Parteien, dass sie mal inhaltlich diskutieren wollen. Weil in der Vergangenheit war es immer nur gegen FPÖ, gegen Rechts und Böse, immer Spaltung, immer Hetzen. Freut mich, wenn Sie einmal über Inhalte diskutieren wollen und eben nicht immer nur auf uns schimpfen wollen. Es gibt einige Themen, über die wir auch gleich sprechen, die haben wir vorbereitet, also keine Sorge, wir werden auch über Inhalte sprechen. Davor muss ich aber trotzdem noch kurz bei dem einen Thema bleiben. Ist die FPÖ Ihrer Meinung nach auch rechtsextrem oder sitzt sie nur mit Rechtsextremen in einer Koalition, wie Sie gesagt haben? Also die FPÖ ist eine
Rechtsaußenpartei mit rechtsextremen, mit starken rechtsextremen Teilen. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Das ist für mich immer wieder interessant, wie man sich in Österreich, das ist auch eine gewisse Verharmlosung der Medien, auf Rechtspopulismus geeinigt hat, um nicht das zu verwenden, was rund um die Welt, von New York Times bis ich weiß nicht, bis zum Corriere della Sera, völlig unstrittig ist, dass es eine rechtsextreme Partei ist. Also Ihrer Meinung nach ist es eine rechtsextreme Partei? Natürlich, es ist eine nationalistische Partei, das steht ja, glaube ich, außer Frage, mit starken autoritären Elementen. Die Allianz mit dem Herrn Orban ist ja offenkundig, man will ihn sogar für die eigene Fraktion gewinnen. Die Frau Le Pen als Mitglied derselben Fraktion, einer rechtsextremen, offen rechtsextremen Fraktion. Die Verachtung für die sozial Schwachen, der Verteilungskampf, der unten organisiert wird, zwischen den Schwächsten, den Flüchtlingen, den Arbeitslosen, die Kürzung der Mindestsicherungen, alles eine perfide Strategie der Verachtung für die Schwachen. Rassismus muss ich auch nicht ansprechen. Ich meine, ich frage mich, wissen Sie, es gab ja mal Maler, die ihre Bilder mit Punkten gemalt haben, das waren die Pointillisten. Das ergibt am Ende sehr schöne, sehr klare Bilder. Diese 57 von den einen festgestellten, die 120 von einer anderen Organisation festgestellten Einzelfälle, also diese berüchtigten Einzelfälle, die wir Tag für Tag erleben. Ratten mit Kanalisationshintergrund, Bevölkerungsaustausch, alle diese widerwärtigen Ausdrücke, von denen man sich distanziert, um sie am nächsten Tag zu wiederholen, nur unter Zwang distanziert, ergibt ja ein Bild. Wie viel glauben Sie, Einzelfälle produzieren zu können von Rassismus, von autoritärem Denken, von Nationalismus, von Zerstörungswut gegen Europa, ohne dass da ein Bild entsteht? Und das Bild, das entsteht, ist das einer rechtsextremen Partei. Das, glaube ich, kann jeder Mensch, der die Einzelpunkte einmal zusammenliest, einen Moment zurücktritt und sagt, was sind denn diese Botschaften, was ergeben denn die für ein Bild, kann wohl nicht zu einem anderen Schluss kommen. Da waren jetzt viele Vorwürfe. Ja, also ich glaube, da kann sich wirklich jeder auch zu Hause von den Bildschirmen ein Bild machen, wer hier wirklich konstruktiv diskutieren will oder wer wiederum nur mit Diffamierungen und Schmutzkübeln und Sonstiges agiert. Ich glaube, das verurteilt sich selber. Ja, da waren so viele Unwahrheiten und falsche Dinge dabei und alles unter dem Aspekt, ja, wir wollen keine inhaltliche Diskussion, deswegen beschimpfen wir, deswegen emotionalisieren wir. Ich kann nur sagen, wenn Sie wissen wollen, wie die FPÖ wirklich ist, dann hören Sie mal nicht auf den Foggenhuber, weil meistens sind die Experten für die FPÖ nicht im ganz linken Spektrum zu finden, weil ich glaube kaum, dass Sie der Experte sind, beziehungsweise über die FPÖ und über unsere Inhaltspunkte, weil da war jetzt so viel falsch, also auf das kann ich gar nicht alles eingehen. Insgesamt kann ich nur das wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Ich halte gerade dieses immer nur verteufeln und immer diffamieren und immer mit, weiß ich was, Rechtsextremismus bis Nazikeule kommen. Ich halte das für die wahre Spaltung und die wahre Hetze in der Politik. Es wird uns immer gern vorgeworfen. Sie machen nichts anderes, als die ganze Zeit zu hetzen und zu spalten. Ich wünschte, wir könnten jetzt wirklich einmal inhaltlich diskutieren. Na, dann kommen wir zum ersten Thema. Da hängen Plakate Asylchaoten. Aber wir sind die Hetzer. Da hängen und da werden... Also Sie sind der Meinung, dass es kein Chaos war 2015? War kein Chaos. Sie beschuldigen, diffamieren Menschen quer durchs Land seit 30 Jahren. Asylchaoten sind die Politiker, dieses Asylchaos zu verantworten haben. Das ist doch eine unentwegte Kette von Jahrzehnten der Beflegelungen, der Beschimpfungen, der Diffamierungen. Und dann spielen Sie das Opfer. Also ich finde ja, das ist das... Ich halte das für gefährlich. Ich halte das für das Unerträglichste an der FPÖ-Strategie, zu attackieren, zu diffamieren, zu beleidigen, um nachher das Opfer zu spielen. Nicht, dass es nicht bekannt wäre, aber dass sie es trotzdem immer wieder die Stirn haben, als Opfer aufzutreten. Möchte mal fragen, glauben Sie wirklich, dass das ankommt bei der Bevölkerung, dieses ständige, es ist die Wahrheit. Unsachliche Ich glaube Schimpfen? Schon. Ich treffe jeden Tag Menschen, die empört sind, entsetzt sind. Ich treffe jeden Tag, Frau Steger, Menschen, die sagen, es kann so nicht weitergehen. Wir haben geschworen, also den Anfängen zu wehren. Die Anfänge liegen längst hinter uns. Und die Anfänge hinter uns gebracht hat die FPÖ. Wollen Sie jetzt wieder mit nationalsozialistischen Vergleichen oder sowas kommen? Sie sind ja als Lager entstanden aus den ehemaligen... Also absurd, da fällt mir nur ein, lernen Sie bitte endlich Geschichte. Das ist so absurd. Sie wissen ganz genau,
dass, wenn wir jetzt über diese Themen reden, dass abgesehen davon, dass Nationalsozialisten in jeder Partei damals untergekommen sind, in jeder Partei, Sie werden sicher auch die Profilartikel gelesen haben über den Bund Sozialistischer Akademiker, über die Reinwascherei, die damals dort stattgefunden hat. Also bitte sagen Sie nicht, wir sind daraus hervorgegangen, weil unsere Vorgängerpartei, die VDU, wurde unterstützt von der SPÖ damals. Kreisky hat uns unterstützt, Kreisky hat uns in die Regierung geholt, das wissen Sie auch. Und mit diesen die FPÖ also, später. Ja. Und Sie wissen ganz genau, mit solchen nationalsozialistischen Vergleichen, das ist eine versuchte Entmenschlichung. Und ich, als jemand, dessen Urgroßvater Jude war und in Theresienstadt umgebracht wurde und in Mauthausen gesessen sind, halte es für besonders verwerflich, wenn man ständig mit solchen Diffamierungen und Vergleichen kommt, mit diesem Verbrecherregime. Und Sie sollten wirklich einmal Geschichte lernen. Und das, was Sie tun, ist meiner Meinung nach eine Verharmlosung. So. Machen wir mal einen Punkt. Kommen wir mal also ich will dieses Gespräch und der nicht weitersetzen. Ich glaube, die Menschen wissen, wer die kommen FPÖ wir zum ist. Ersten Thema, Asyl- und Migrationspolitik. Sie haben ja schon die Plakate angesprochen. Da ist eben eins dieser Plakate, FPÖ-Voten gegen Asylchaoten. Wer sind denn die Asylchaoten? Ist der Herr Voggenhuber Ihrer Meinung nach einer dieser Asylchaoten? Ja, dafür hat er zu wenig mitzureden gehabt in den vergangenen Jahren. Na, Asylchaoten sind die Politiker, die diese Chaoszustände, die wir 2015 hatten, zu verantworten haben. Das ist Merkel, Juncker, Macron und andere, die diesen Kurs erstens damals und zur Verantwortung haben, zweitens natürlich weitergezogen haben in den vergangenen Jahren. Da reden wir von einem fehlenden Außengrenzschutz, da reden wir von einer falschen Flüchtlingsverteilungspolitik, an der viel zu lange festgehalten wurde. Da reden wir von einer Verteufelung von Politikern wie einem Orban oder einem Salvini, die diesen Außengrenzschutz in ihren Ländern sichergestellt haben. Genau das sind diese Asylchaoten, die ein unglaublich großes Sicherheitsproblem zu verantworten haben. Und gerade Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse der Bevölkerungen. Und jetzt gilt es, mit einer Neuwahl des Europäischen Parlaments und einem Kurswechsel in diesem Bereich wieder für Sicherheit zu sorgen und der Bevölkerung auch dieses Sicherheitsgefühl wieder zurückzugeben. Sie fühlen sich durch dieses Plakat auch persönlich beleidigt, weil Sie es auch vorher angesprochen haben? Ich fühle mich von der FPÖ überhaupt nicht beleidigt. Und ich glaube, wenig Menschen, die da täglich diffamiert werden, beziehen es jetzt direkt auf die FPÖ, was ja keinen Sinn macht. Sie schwimmen ja wie die Fische im Wasser darin. Zehntausende Menschen haben in Österreich 2015 an den Grenzen ein Multiorganversagen des Staates verhindert, indem sie Hilfe geleistet haben, aus der Zivilgesellschaft heraus. Das sind für die FPÖ die sogenannten Willkommensklatscher. Ganze Teile der Bevölkerung, die diesen Staat vor einem Notstand bewahrt haben, werden diffamiert als Willkommensklatscher. Wir müssen nicht wieder über dieselben Schlagworte reden. Was ich wissen möchte, ist, wie Sie jetzt, nicht in der Vergangenheit, wie Sie jetzt das Asyl- und Migrationsproblem lösen wollen. Sie haben schon ausgeschlossen, dass es irgendeine Form von Solidarität und von Verteilung in Europa gibt. Fragen wir nach den Ursachen. In Afrika, im Nahen Osten, sind Sie bereit, die Entwicklungshilfe dramatisch zu erhöhen, einen afrikanischen Marshallplan mit zu unterstützen? Sind Sie bereit, legale Fluchtwege nach Europa zu schaffen? Das verspricht Ihre Regierung jetzt seit anderthalb Jahren. Der Herr Kurz vorher schon als Außenminister, als Integrationsstaatssekretär. Es gibt sie nicht. Sind Sie bereit, das Botschaftsasyl einzuführen? Sind Sie bereit für die großen Mega-Flüchtlingslager im Nahen Osten und in Afrika, die UNO-Programme für Medikamente, für Ernährung wieder massiv zu erhöhen, damit diese Lager nicht wieder kollabieren? Sind Sie bereit, im Inneren für die Integration mehr zu tun, aufzuhören, gegen das europäische Recht Mindestsicherungen zu kürzen, an Deutschkurse zu koppeln, die Sie gleichzeitig abschaffen? Sind Sie bereit, eine andere Integrationspolitik zu machen, die Menschen auszubilden, in Arbeit zu bringen, zu unterstützen und nicht zu unterdrücken und unter das Existenzminimum zu drücken? Sind Sie bereit dafür, dass diese wahnwitzige Dublin-Regel, die nur die ärmeren Mittelmeerstaaten mit dem gesamten Flüchtlingsproblem allein lässt, aufzuheben und eine solidarische Flüchtlingspolitik zu entwickeln? Das wären so ein paar Fragen, die mich interessieren würden. Das waren jetzt recht viele Fragen, aber ich bringe es vielleicht mal mit einer Frage auf den Punkt. Ja. Wie soll denn konkret Ihrer Meinung nach diese ganze Migrations- und Asylfrage, die ja eine ist, die wahrscheinlich wohl auch diese Wahl wieder mitbestimmen wird, gelöst werden?
Ja, ich habe es vorher schon angesprochen, das ist eine der wesentlichen, wenn nicht die wesentlichste Frage, auch für die Zukunft der Europäischen Union. Und wir haben immer gesagt, als erstes muss einmal der Außengrenzschutz sichergestellt werden. Wir wollen keine nationalen Grenzen, aber das ist leider Gottes so lange notwendig, da auch die nationalen Grenzen zu schützen, bis dieser Außengrenzschutz sichergestellt wird. Das heißt, bis dahin, sagen Sie, muss es Grenzkontrollen geben? Ja, genau. Soll es auch weiterhin geben, solange das nicht, das ist ja auch das Wesen der Verträge. Es hieß ja, der Wegfall der nationalen Grenzen nur dann, wenn auch die Außengrenzen sichergestellt werden. Diesen Außengrenzschutz gab es nicht, die nationalen Grenzen sind weggefallen und das war einer der wesentlichen Problematiken auch der Asylkrise 2015. Also Außengrenzschutz muss sichergestellt werden, da gibt es verschiedene auch Vorschläge, sei es jetzt mit einer Änderung des Mandats für Frontex und einer Aufstockung Frontex bis hin zu einem Joint Venture, was unser Landesverteidigungsminister Mario Kunasek vorgeschlagen hat, dass wir halt unterstützend helfen werden, eben durch diese Joint Ventures an den Grenzen. Wir müssen aber insgesamt weg von dieser Reparaturpolitik hin zu einer Präventionspolitik. Das heißt natürlich auch vor Ort diese Flüchtlingsbewegungen von Land zu Land, über Kontinent, übers Mittelmeer, was ja schlussendlich zu zigtausenden Toten geführt hat und nur die Schlepper unterstützt hat, das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Und wie kann man das sicherstellen? Indem man vor Ort bei den Krisengebieten natürlich mit sicherem Abstand Schutzzonen schafft, unter dem Schirm sozusagen der Europäischen Union und der internationalen Staatengemeinschaft, dass diese Menschen eben sich nicht diesen gefährlichen Weg, den sich eben auch, am Schluss sieht man ja, wer zu uns kommt, nämlich die meisten sind junge Männer, ja, viele Frauen und Kinder schaffen diesen Weg gar nicht, Stichwort Kinderhandel und Menschenhandel und anderes. Also wir müssen vor Ort Schutzzonen schaffen, damit sie diesen Weg erst gar nicht auf sich nehmen müssen. Weil viele wollen ja auch vor Ort bleiben, weil sie ja danach in ihre Heimat zurück wollen, auch wieder aufbauen wollen vielleicht danach. Sonst bleibt ja auch dieses Gebiet auf Dauer ein wirklicher Katastrophenzustand. Und diese Schutzzonen, sind Ihrer Meinung nach Flüchtlingslager vor Ort? Oder was stellen Sie sich unter diesen Schutzzonen? Ja, Schutzzonen, wo man einfach erstens einmal die Leute schnell in sichere Gebiete kommt, wo halt die internationale Staatengemeinschaft und die Europäische Union einfach Teil davon einfach ist, das auch sicherzustellen, wo man auch Geld natürlich hineinstecken muss, um dort auch für, sei es jetzt genügend Ernährung oder sei es jetzt für vielleicht bildungstechnisch etwas zu bewerkstelligen. Und man sieht ja auch, jeder Euro, den man vor Ort investiert, ist wesentlich mehr wert als der Euro, den man hier ausgibt. Also man kann ja vor Ort mit demselben Betrag viel mehr bewerkstelligen, als wenn man die Leute erst nach Europa holt. Aber vor allem auch waren wir auch immer offen der Idee, dass man vielleicht auch in diesen Schutzzonen vor Ort sich anschaut, wer hat wirklich einen Fluchtgrund, wer braucht Hilfe, dass man vielleicht auch legale Möglichkeiten schafft, einfach auch Flüchtlinge nach Europa aufzunehmen. Herr Vogelhofer, diese Schutzzonen, die Frau Steger jetzt gerade angesprochen hat, ist das Ihrer Meinung nach ein guter Vorschlag? Ja, es folgt ausschließlich der Absicht, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten und es an Länder zu delegieren, die an sich heute schon von Flüchtlingen, von wesentlich höheren Flüchtlingen überlastet sind. Ich meine, die großen Flüchtlingslager in Syrien, Jordanien haben 2 Millionen. Es herrschen dort grauenhafte Zustände, obwohl die UNO dort zuständig ist, mit Menschenrechtsverletzungen, Menschenhandel, Drogen, alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Länder, an die Frau Steger denkt, sind allesamt völlig instabile. Zum Teil herrscht, wie in Libyen, quasi Bürgerkrieg dort. Die Massenflüchtlingslager sind vollkommen überlastet. Wir können doch nicht den schwächsten Ländern unsere Aufgabe einfach so übertragen. Frontex, es war das Europäische Parlament hat die Aufstockung von Frontex auf 10.000 für 2022 verlangt. Herr Innenminister Kinkel hat es auf 2027 festgelegt, auf dem Sondergipfel in Innsbruck. So, wer versagt da? Also erstens einmal kann ein Innenminister nicht alleine irgendetwas festlegen. Er hat sich sogar am Vorabend mit Orban, Innenminister, und mit Salvini abgesprochen, um das den anderen aufzuzwingen. Nein, es geht um zwei Dinge bei Frontex. Einerseits das politische Mandat, dass Frontex eben nicht dafür verantwortlich ist, nach Europa zu schleppen, was sie in der Vergangenheit leider getan haben, sondern es geht um einen Grenzschutz sicherzustellen und Leute eben auch wieder zurückzubringen. Und andererseits geht es darum, eine realistische Betrachtung, in welchem Zeitraum ist eine Aufstockung realistisch möglich.
möglich. Und Beamte kriegt man leider auch nicht aus dem Supermarktregal, die müssen ausgebildet werden. Und das braucht nun mal ein paar Jahre, bis diese Ausbildung vonstatten geht. Und genau um diese zwei Dinge geht es. Das Parlament, Frontex selbst, haben 2022 als Frist angeboten. Sie sind imstande, mit der Ausbildung bis dorthin fertig zu sein. Sie sind imstande, das zu organisieren. Ihr Innenminister hat es nicht angenommen. Warum, weiß ich nicht. Will er das Problem aufrechterhalten? Oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind 5 Jahre vergeudet worden. Was die Frage betrifft, und da müssen Sie halt, Sie sind Juristin, Sie müssen wissen, dass das Seerecht, das internationale Seerecht, das Völkerrecht, das europäische Recht, die Grundrechtecharta, die Genfer Konvention, es nicht zulassen, Menschen an ihre Verfolger, an ihre Herkunftsstaaten zurückzuschicken. Dass jemand, das Seerecht sieht es aber auch nicht vor, dass man sie nach Europa bringt. Doch. Weil jemand ein europäisches Schiff betritt, dann hat er in Europa einen Asylantrag gestellt. Sie gehen ja noch einen Schritt weiter. Sie verlangen nicht nur völkerrechtswidrig und im Übrigen gegen die Weigerung der betroffenen Staaten dort. Die haben nämlich auch noch eine Souveränität. Und sie weigern sich ohne Ausnahme, das zu tun, was sie verlangen. Nämlich noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, auch noch die europäischen. Sie verstehen nicht, dass man insgesamt weniger Fluchtbewegungen hat, wenn man auch klare Signale nach außen sendet. Ich weiß schon, welche Signale Sie schicken. Nicht jeder, der sich in ein Boot setzt, wird auch nach Europa gebracht werden. Wenn einfach dieses Gerücht, das einfach vorhanden ist, oder Gerücht, das hat ja auch so stattgefunden, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann werden sich weniger Menschen auf den Weg machen. Es gibt noch ein Recht und das Recht hat nicht der Politik zu folgen. Und gerade Ihre Politik, das klingt vielleicht menschlich, hat dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg gemacht haben und umgekommen sind in der Vergangenheit. Das ist nicht unsere Form der Politik. Also, dass wenn jemand ein europäisches Schiff betritt, gilt europäisches Recht und nicht libysches. Und Sie können ihn nicht zurückbringen. Das wissen Sie ganz genau. Sie wollen es einfach trotzdem tun, weil das Recht der Politik zu folgen hat. Die einzige Frage, die wir hier zu klären haben, ist, was tun wir, das alles ist ja schon 100-mal verhandelt, was tun wir gegen die Ursachen? Denn die Abwehrgeschichte, also für Sie ist alles ein Pull-Effekt. Für Sie ist ja auch, damit es keine Anziehung gibt, werden die Leute unter das Existenzminimum gedrückt. Das ist alles, Ihre Rechtfertigung ist, die Menschen nicht anzuziehen, denn Sie betrachten diese Menschen ja nicht als Flüchtlinge aus Krieg, Gewalt, Verfolgung und Elend, sondern als Sozialschmarotzer, die in unsere Sozialsysteme einwandern. Also das stimmt auch nicht, aber schauen Sie einmal an, wie viele Ablehnungen es gibt. Die Menschen, das sind nicht unsere Flüchtlinge, von den Politikern. Sind Menschen, die in unsere Sozialsysteme einwandern wollen. Sie wissen wollen. Aber schon, wie ich viel zitiere. Prozent abgelehnt werden, weil sie keinen Fluchtgrund haben. Und dann ist es eine große Herausforderung, diese Menschen wieder aus der Europäischen Union rauszubekommen. Wir haben uns hier sie schon wissen, einmal darüber duelliert, dass in allen Rechtsbereichen gibt es nur einen einzigen Bereich, in dem 42% der angefochtenen Bescheide wegen illegaler Behandlung aufgehoben werden. Sie wissen also, dass den Menschen systematisch Asyl verweigert also wird. Also Sie wollen sagen, dass 100% derjenige, die herkommen, alle Flüchtlinge nicht, sind ein Fluchtgrund haben? Gar nicht. Oder das sind da viele, die sich einfach erhoffen, ein schöneres Leben nein, hier zu haben? Nein, die Großeltern. Menschlich total nachvollziehbar. Nein, ich verstehe, warum man sich ein schöneres Leben haben möchte. Es geht nicht um schöneres Leben. Es geht darum, dass für Elendsflüchtlinge, und den Begriff kennen Sie gar nicht, für Sie sind das Wirtschaftsflüchtlinge und das haben Sie gut verankert in der Öffentlichkeit, dass Elendsflüchtlinge keinen Anspruch auf die Genfer Konvention haben. Deshalb sind sie dennoch Menschen, die in äußerster Not die Flucht machen. Ja, wir können sie nicht alle aufnehmen, aber die Frage zwischen Flüchtlingen und Migration unterscheiden Sie nicht. Bei Ihnen ist es so, dass der Flüchtling, jeder, der sich auf den Weg macht und hierher kommt, dieser Flüchtling und soll aufgenommen werden. Genau das war die Politik der vergangenen Jahre. Das ist auch so eine Demagogie. Ich kann mich erinnern, als wir einen Außengrenzschutz vor ein paar Jahren schon gefordert haben, da wurden wir als Unmenschen abgestempelt. Aber Sie haben es ohne jede Unterscheidung ausgetan. Sie verlangen ja jetzt auch, dass die, einmal sagen Sie Flüchtlinge, Migranten, Sie sagen sie auch in einem Satz, zurückgeschickt werden. Und zwar ohne Unterscheidung zwischen Asyl und Migration. Ja, weil viele, die unter dem Titel Flüchtling kommen, eben nach der Definition her Migranten wären. Ja, aber unter Vorgabe falscher Tatsachen sich als Flüchtlinge nicht darstellen. Nicht alle Menschen auf der Welt haben erfahren, dass sie jede
eineinhalb Jahr, jedes halbe Jahr die Flüchtlingsgesetze verschärfen. Das spricht sich nicht auf der Welt, auf der Stelle herum. Manche also merke es, wir schaffen das. Politik Menschen hat sich schnell herumgesprochen. Manche Menschen kommen hierher. Der berühmte Philosoph Alain Finkielkraut hat gesagt, dass das einer der Hauptgründe war, warum es überhaupt zu dieser Flüchtlingsbewegung und diesem Ausmaß gekommen ist. Weil man eben das Signal nach außen gesendet hat, wir schaffen das, alle sind willkommen. Wir machen eine kurze Pause, reden dann gleich weiter und dann sprechen wir über die EU. Mehr Europa, weniger Europa. Wie soll die EU in Zukunft ausschauen? Wie sehen da die beiden Vorstellungen von Johannes Voggenhuber und Petra Steger aus? Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live, heute mit dem EU-Duell Petra Steger gegen Johannes Voggenhuber. Wir sprechen in der zweiten Runde über das Thema, soll es mehr Europa geben, soll es weniger Europa geben? Frau Steger, wie sehen denn da die Vorstellungen der FPÖ aus? Der Johannes Voggenhuber, aber nicht nur er, ja auch andere Parteien werfen der FPÖ ja vor, sie will Europa zerstören. Was ist denn da nun dran? Ja, das ist, also diese Vorwürfe sind völlig absurd. Ich weiß nicht, warum man uns immer als EU-Gegner hochstilisieren will, wenn man sich anschaut, allein, dass wir im letzten Jahr den EU-Ratsvorsitz hatten und wir auf allen Ebenen uns konstruktiv eingebracht haben und von allen Seiten auch von einem Juncker Lob bekommen haben für unsere ausgezeichnete Arbeit. Also da sieht man ja, dass wir alles andere als die EU zerstören wollen. Nein, bei dieser Wahl geht es, und das haben Sie richtig gesagt, geht es um zwei wesentliche Zukunftsvisionen der Europäischen Union. Und das sind alle anderen Parteien mit einem Karas, Voggenhuber, SPÖ, die wollen einfach immer mehr Europa, immer mehr Zentralismus, immer mehr Kompetenzen nach Brüssel abschieben, bis hin zu Vereinigten Staaten von Europa, bis hin zur EU-Armee und bis hin zur Aufgabe Österreichs als unabhängiger, eigenständiger Nationalstaat. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein Europa, ein subsidiäres Europa, das sich auf die wesentlichen Fragen konzentriert und sich gleichzeitig bei den Dingen zurücknimmt, die besser auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden können. Das entspricht dem Szenario 4 des Weißbuches der Europäischen Kommission über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union. Also auch da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, sondern es geht eigentlich darum, um eine Kompetenzaufteilung. Ja, Kompetenzaufteilung, welche Kompetenzen sollen auf europäischer Unionsebene sein und welche Kompetenzen sollen auf nationalstaatlicher Ebene sein. Ihnen schwebt vor, dass künftig wieder auch mehr in Nationalstaaten entschieden werden soll, als es derzeit der Fall ist. Also was zum Beispiel, was derzeit auf Europaebene entschieden wird, was soll zurückwandern zu den Nationalstaaten? Also insgesamt geht es darum, wie genau muss die Europäische Union eigentlich unser alltägliches Leben regeln. Also wir erleben immer mehr Bürokratisierung, was ja auch schädlich ist für die Wirtschaft, beziehungsweise irgendwelche Verordnungen, die berühmt wurden, wie zum Beispiel die Pommes-Verordnung, wie braun die Pommes frites sein sollen oder die Glühbirnen. Da fragt man sich, warum muss die Europäische Union so etwas regeln? Was geht es überhaupt an? Dann geht es darum, also das ist auch das Stichwort Richtung Verordnung oder Richtlinie. Richtlinie, die ja nur einen groben Rahmen vorgibt, beziehungsweise Verordnung, die viel genauer das im Detail regeln soll. Auf der anderen Seite geht es um Kompetenzen, die wir auf jeden Fall im Nationalstaat erhalten wollen. Das sind zum Beispiel in Fragen der Steuerhoheit, in sozialpolitischen Dingen, gesundheitspolitischen Sachen. Die Europäische Union soll sich kurz gesagt mehr auf die großen Dinge wie Sicherheit, Außengrenzschutz, polizeiliche, justizielle Zusammenarbeit, Wirtschaft, auf die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand konzentrieren. Aber das ist schon ein wesentlicher Unterschied, glaube ich. Sie sagen, Sozialpolitik beispielsweise soll nationalstaatlich gelöst werden. Sie sind ja für die sogenannte Sozialunion. Also ich möchte es gerne mal korrigieren. Es gibt so verschiedene Sichten auf die Zukunft, verschiedene Entwürfe und Utopien, aber es gibt ein Bild und einen Entwurf in die Vergangenheit. Und das ist die FPÖ mit dem Nationalismus. Der Nationalismus war übrigens, um das den Grundwiderspruch einmal klar zu machen, das, was die Gründerväter und Gründermütter der Europäischen Union und der Europäischen Einigung überwinden wollten, das war ihr Grundversprechen auf den Trümmern des Zweiten, von zwei Weltkriegen. Grundversprechen war nie wieder Krieg. Nationalismus. Nie wieder Krieg war weil das Grundversprechen. Der Nationalismus, Zusammenarbeit durch Wirtschaft. Weil der Nationalismus nie etwas anderes als Krieg bedeutet hat. Und diese Kriege, von denen wir hier reden, einschließlich des Holocaust, zu verantworten hat. Die Kriege, die seit 200 Jahren geführt wurden, wurden alle unter der Flagge des Nationalismus geführt. Er ist die aggressivste Staatsform, die Europa je erlebt hat. Die Überwindung des Nationalismus war der Schwur am Abgrund von Auschwitz, den zu überwinden. Er ist das zurück in zu einem Europa der Regierungen, also einem Europa der Nationalstaaten.
Man kann sich gar nicht ermessen, was das bedeuten würde für eine Destabilisierung Europas. Ein Europa der Vorherrschaften, der Rivalitäten, der Achsenbildungen, der Hegemonien, der Balancen. Das 19. Jahrhundert, wie wir es im Rat ja auch zum Teil bitter erleben, mit Kuhhandel, mit gegenseitiger Blockade, mit Vetorechten, hinter verschlossenen Türen, ohne Öffentlichkeit, ohne die Bürger einzubeziehen, unter Verletzung der Öffentlichkeit der Gesetzgebung, unter Verletzung der Gewaltenteilung. Ein Fürsten-Europa des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts, das da steht, entsteht, Monstrum simile haben mal die Rechtswissenschaftler das Römische Reich Deutscher Nation genannt, das ähnlich konstruiert war wie heute dieses Europa der Rats- und Regierung, des Regierungschefs. Alle Krisen, die wir erlebt haben, gehen von diesem Europa aus, nicht vom Gemeinschaftseuropa. Es ist noch keine einzige Krise ausgegangen. Alle Krisen, die wir erlebt haben, die Europa in Frage gestellt haben, sind von diesem Regierungseuropa ausgegangen. So, nun schauen wir in die Zukunft und sagen, welche großen Probleme und Herausforderungen? Klimaschutz, der Aufstieg neuer Weltmächte, die sich anbahnende Hegemonie Chinas über den eurasischen Kontinent, die digitale Revolution, das Flüchtlingsproblem. Was Sie wollen, wenn Sie diese großen Krisen und Herausforderungen analysieren, können Sie unschwer feststellen, der Nationalstaat kann sie nicht mehr lösen. Er ist zum Beispiel in der Globalisierung erpressbar von jedem Konzern, in Weltkonzernen, in dem das österreichische Budget die Portokasse ausmacht. Wir sind erpressbar als Einzelstaaten. Wir sind außerstande, die großen Probleme zu lösen. Also sagt man gemeinsam. Das wäre die erste Erkenntnis, die man aus einer Analyse der großen Krisen herausfinden könnte, wenn man will. Das Zweite ist, wir können es nur demokratisch machen. Ja, die EU ist zu wenig demokratisch. Aber nicht, weil wir den Reichsfürsten, der Staats- und Regierungschefs, nicht noch mehr Möglichkeiten geben, hinter verschlossenen Türen ohne Bürger etwas zu entscheiden, sondern weil das Europäische Parlament noch immer nicht alle Rechte hat. Weil wir den Rat statt eine ordentliche Staatenkammer, die direkt gewählt von den Menschen ist, einen Rat haben, der die Gewaltenteilung verletzt. Weil wir die Öffentlichkeit der Gesetzgebung nicht hergestellt haben, weil wir zum Beispiel keine europäische Volksabstimmung haben. Daher können wir auch keine Reformen durchführen. Also man kann einmal sagen, ja, wir brauchen als Voraussetzung eine Demokratie. Und dann kommen wir zur Sozialunion. Ja, ein Gemeinwesen kann ohne Solidarität nicht funktionieren. Wenn ich es zerstören will, und das will die FPÖ, brauche ich nur die Solidarität verweigern. In der Flüchtlingsfrage, in der Sozialfrage etc. Wer eine Ahnung hat davon, wie Globalisierung heute funktioniert, nämlich dass globale Konzerne jedes Land in einen Standortwettbewerb hetzen, dann wissen wir, dass wenn wir keine sozialen Mindeststandards haben, wenn wir nicht Grundpfeiler einer sozialen Ordnung haben, die Globalisierung all das einfach platt machen wird. Und deshalb brauchen wir, das sind so einfache, wenn man sich wirklich mit den Dingen nicht nur demagogisch beschäftigt, um die Menschen zu verführen, Ängste zu schüren, sondern wenn man wirklich Hoffnungen begründen will, dann hat man eine ziemlich klare Antwort, wie wir den großen Krisen begegnen könnten. Gemeinsam, demokratisch und solidarisch. Also Herr Kollege Voggenhuber ist ein Meister im Geschichteln erzählen. Da waren jetzt wieder einige Vorwürfe. Sie können es ohne Diffamierung einfach nicht lassen. Gell? Sie können das wirklich schön theatralisch geschichteln. Aber es müssen Geschichteln sein. Das war jetzt mehr ein Kompliment, dass Sie das sehr emotional Ihre Geschichten da erzählen können. Ja. Naja, aber es waren jetzt einige Vorwürfe, die einfach falsch sind. Ich versuche auf einige einzugehen. Also was der Kollege Voggenhuber einfach nicht akzeptieren will oder nicht sieht, ist, dass es einfach tatsächliche große nationalstaatliche Unterschiede gibt. Also das einfach so abzustempeln als wir machen alles gleich, uns regeln Zentralismus, das führt leider Gottes nicht zu einem Bestand der Europäischen Union auf Dauer. Ganz einfach, wenn man über diese Unterschiede drüber fährt und sie negiert, führt das zu immer mehr Streitereien und Konflikten. Und da gibt es Unterschiede. Unterschiede in den Kulturen, in den Traditionen, in den Sozialsystemen, in den Steuersystemen, in den Volkswirtschaften. Das sind gewaltige Unterschiede. Wir sind nicht vergleichbar mit einem Vereinigten Staaten USA, mit China oder Ähnlichen. Das gibt es nicht. Europa hat eine ganz andere auch Geschichte, ganz
ganz andere Traditionen und Kulturen. Also, dass man da so mit einer zentralen Organisation Europa, Demokratie, wie sie es darstellt, regeln kann, das wird nicht funktionieren. Ganz einfach, weil die Unterschiede so groß sind. Und sie fordern immer mehr Zentralismus, aber sie sagen auch nie dazu, dass wenn sie diese Republik Europa oder Vereinigte Staaten von Europa, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, fordern, dass das schlussendlich zu einer Aufgabe des Nationalstaats Österreich wäre. Sie wollen einfach, dass der Staat Österreich an sich aufhört zu existieren. Sie wollen es als kleines Bundesland in der Europäischen Union haben. Das ist ihr Ziel, dann sagen sie es auch genau. Ich finde es dann immer lustig, dass wir als Gefahr für die Verfassung bezeichnet werden. Dabei sind es sie, die unsere Grundprinzipien in Frage stellen. Sei es jetzt zum Beispiel auch bei einer EU-Armee mit unserer Staatszielbestimmung Neutralität und vieles weitere. Ich sage, nein, wir wollen das nicht. Das heißt nicht, dass wir die Europäische Union nicht als sehr wichtig und richtig ansehen. In vielen Bereichen, wo wir eben auf Augenhöhe zusammenarbeiten und kooperieren müssen. Und gerade Sozialunion gehört nicht dazu. Aus dem einfachen Grund, Österreich hat ein sehr gutes, ausgeprägtes Sozialsystem. Wenn man jetzt die Sozialsysteme der anderen Länder aneinander anpassen will, dann ist es ein Irrglaube, dass das nach oben funktioniert. Nein, das ist eine Nivellierung nach unten. Das wollen wir nicht. Wenn Sie sagen zum Beispiel, Sie wollen eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ähnliches, na, wer soll denn das finanzieren? Es gibt 10 Länder, die mehr einzahlen in die Europäische Union, als sie rausbekommen. Wir haben Staaten mit einer enormen Staatsverschuldung, 180% Griechenland und andere Staaten. Wir haben eine Staatsanleihenkauf der Europäischen Zentralbank, der diese Schulden finanziert und gleichzeitig mit ihrer Nullzinspolitik jedes Jahr die Sparer enteignet um 2%, weil es einfach mittlerweile zu einer großen Schuldenunion geworden ist, wo sich die Europäische Union auch nicht an ihre eigenen Verträge hält. Nämlich, da steht drinnen, no bailout, keine Haftung für fremde Schulden. Das findet mittlerweile statt. Ich finde es lustig, dass immer Italien oder andere Länder kritisiert werden, dass sie sich an irgendwelche Verträge nicht halten. Die Europäische Union hält sich selber nicht an die Verträge. Und jetzt sagen Sie mir mal, wenn wir diese Situation haben mit der Schuldenunion, wenn wir die Situation haben, dass nur wenige Länder einzahlen, Österreich ist drittgrößter Nettozahler. Wer soll denn zum Beispiel die Sozialsysteme, den Mindestlohn, die Arbeitslosenversicherung und was da sonst noch so im Raum steht, wer soll denn das finanzieren? Diese Länder werden es sich nicht leisten können. Das heißt, schlussendlich sollen wir dafür zahlen. Und jetzt verstehe ich auch, warum das die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips gefordert wird, weil dann natürlich der Weg frei steht für irgendwelche EU-Steuern, die dann eingeführt werden. Ich glaube, Sie haben auch einmal geredet von Vermögensteuern und ähnliches, wo dann am Schluss wieder der österreichische Steuerzahler nicht nur national, sondern auch europäisch belastet werden soll, um die Schuldenpolitik der Europäischen Union zu finanzieren. Da sind Sie dagegen. Das wollen wir nicht. Da sind Sie dagegen, gegen die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Genau. Weil Sie sagen, dann machen sich die großen Länder quasi das untereinander aus. Nicht nur das, sondern das ist natürlich ein wesentlicher Einschnitt in die österreichische Souveränität wäre. Und es wäre, Sie würden damit Tür und Tor öffnen für zum Beispiel europäische Steuern. Und ich will nicht, dass in Zukunft zusätzlich zu nationalen Steuern irgendwelche europäischen Steuern die Bürger belasten. Und da reden wir, was ich schon gehört habe für Ideen, jetzt nicht nur von vielleicht Digitalsteuern, sondern reden wir von Vermögensteuern, von Erbschaftssteuern, von sonstigen Belastungen, die auf uns zukommen, weil die Europäische Union viele Länder einfach dermaßen verschuldet sind. Wir reden wirklich Staatsanleihen, die gekauft wurden, in der Höhe von 3 Billionen, wo Schuldenstaaten finanziert werden mittlerweile. Also ich will mit Sicherheit nicht die Auflösung des Einstimmigkeitsprinzips. Sie sind ja dafür, das Einstimmigkeitsprinzip. Selbstverständlich, weil das Demokratie ist. Das ist das Grundprinzip der Demokratie. Ein Vetorecht ist ein, ich weiß nicht, welche Clubs. Sie wissen schon, dass in unserem Bundesrat ein Vetorecht besteht. Durch eine Mehrheitsbildung, aber nicht durch einen Menschen und nicht durch einen Staat. Wir haben eine Gemeinschaft gegründet und wenn wir nach einem demokratischen Prinzip folgen, dann schreitet diese Gemeinschaft unter Mehr Staaten zustimmen ist nicht weniger Demokratie, sondern mehr. Nein, weil es dann zu Blockaden, Veto und Kuhhandel kommt. Das haben wir ja jetzt 30 Jahre erlebt. In jeder Demokratie ist halt auch Diplomatie und Verhandlung gefragt, auch auf europäischer Unionsebene. Der Kuhhandel, Sie wissen ganz genau, was hinter den verschlossenen Türen des Rates passiert. Die gegenseitige Erpressung und der Kuhhandel. Ja, wenn wir von Transparenz reden, Verhandlungen. Mehr Transparenz ist notwendig. Dann sind wir wenigstens darüber klar, dass der öffentlich stattfinden soll, weil das nämlich ein. Aber das können Sie nicht. Sie wissen auch, warum es nicht möglich ist, weil diese Kuhhändel auf massivste Empörung in der Öffentlichkeit stoßen würden. Wenn ich Ihnen Kuhhändel erzähle aus der Vergangenheit, würde es Sie niemand glauben. Die Europäische Union ist ein Staatenverbund und keine Demokratie, kein Staat. Aber kein Staatenbund. Selbst wenn Sie das Wort vom deutschen Verfassungsgericht vom Staatenverbund aufnehmen, haben Sie einen Verfassungsverbund. Das ist schon was anderes wie ein loser Staatenbund. Aber um das will ich Staat, gar nicht reden. Keine Demokratie, ich bin keine nur Verfassung. Überrascht, verstehe ich. Weil ich habe Ihnen ein Angebot gemacht, über Themen zu reden, ohne Polemik. Einmal den Versuch zu machen.
Ich habe gesagt, wie ich oder wir, auf, wie ich das analysiere, die großen Herausforderungen und Krisen. Das, was wir nur gemeinsam machen können, dass wir es nur demokratisch machen können und dass wir es nur in solidarisch machen können und nicht auf Kosten von Minderheiten und Schwachen. Sie haben darauf nicht mit einem Wort geantwortet, wie Sie Klimaschutz, wie Sie das Flüchtlingsaustausch, Grenzen sperren, das kann ja nicht alles sein, das glaube ich Ihnen einfach nicht, dass das wirklich alles ist, die Festung Europa, was in Ihrem Kopf dazu existiert. Die Frage von China, das Aufsteigen neuer Weltmächte, vor denen der Nationalstaat, wir sind Kleinstaaten in Europa, Frau Steger. Wie Sie sich das finanziell vorstellen, Frau Steger, lassen Sie es einmal, wir sind Kleinstaaten. Wir sind gegenüber der neuen weltpolitischen Ordnung ohnmächtig. Wir haben aber Werte zu verteidigen, die wir nur gemeinsam durchsetzen können in einer Welthandelsordnung gegenüber neuen Weltmächten. Das ist absurd, dass niemand nimmt uns mehr ernst in dieser ganzen Situation. Sie antworten darauf einfach nicht. Europa hat ein Motto, das kennen Sie, das heißt Einheit in Vielfalt. Nein, niemand zerstört die Vielfalt, ganz im Gegenteil. Genau, wie das ist Europa der Regionen. Genau, darauf steuern Sie zu. Im Gegenteil, der Nationalstaat war im 18. Jahrhundert einer der größten Verschmelzung, Einschmelzungsprojekte von Vielfalt. Es gab viel mehr Sprachen in Frankreich, viel mehr Kulturen verschiedener Art in Europa. Diese Vielfalt wiederzugewinnen durch ein starkes Europa und ein Europa der Regionen, in dem diese Vielfalt wieder aufleben kann, in selbstverwalteten Regionen. Das ist eine Vision in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Aber Sie sagen zu all dem nichts, weil Sie gar keine Antwort für die Zukunft haben. Jetzt sagen Sie mir doch wieder Klimaschutz. Wenn Sie ihn nicht leugnen, wie der Herr Wilimski beim letzten Duell, wenn Sie ihn nicht leugnen, weil 95% der Wissenschaftler sagen, es ist so, es ist menschengemacht, wir müssen etwas dagegen tun. Wie wollen Sie das im einzelnen Nationalstaat machen? Was heißt die Sicherheit Europas? Was heißt eine gemeinsame Außenpolitik? Heißt das nun wirklich eine mit Mehrheit beschlossene Außenpolitik? Es wird Ihnen jeder Mathematiker, Frau Steger, sagen, dass wenn 28 Menschen über eine Sache mit Vetorecht entscheiden sollen. Sie tun ja gerade so, als ob es in den vergangenen Jahren überhaupt keine Weiterentwicklung in der Europäischen Union gegeben hätte, als ob da überhaupt nie Einigungen stattfinden. Aber das war, weil wir uns durchgesetzt haben, weil also der Lissabon-Vertrag eine enorme Parlamentarisierung gebracht hat, weil er die Grundrechtecharta gebracht hat, weil er soziale Rechte in der sozialen Säule gebracht hat, weil die Pro-Europäer sich durchgesetzt haben. Sie wollen mit deshalb einer Mehrheit, doch, dass in Zukunft über Österreich drüber gefahren Herr, wird? Das ist Ihre Herr Bundeskanzler Kurz auch unter dem Titel totale Zentralisierung. Da könnte ja Ihre Partei beitreten. Totale Zentralisierung oder nicht. Das ist für den Bundeskanzler das Mandat einer EU-Reform. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich kann Ihnen sagen, das ist, wenn Sie das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, hat Österreich nicht mehr viel Lissabon zu Lissabon hat versucht, einen großen Schritt der europäischen Einigung zu machen. Dürfen wir zwar zahlen, aber mitreden dürfen wir nicht mehr. Abschließende Frage noch. Weil Sie dürfen mehr mit, und die Bürger dürfen vor allem mitreden. Weil der Vertrag von Lissabon angesprochen wurde, jetzt hat der Bundeskanzler ja zuletzt einen neuen EU-Vertrag gefordert. Die FPÖ hat das durchaus kritisch kommentiert. Sie sind da dagegen. Also ein Satz noch zuvor. Ich finde das ja immer irritierend bei solchen Diskussionen, weil immer mehr Europa gefordert wurde. Und wir hatten vor kurzem eine Brexit-Abstimmung, die ist noch nicht so viele Jahre her. Wir haben noch immer die Chaos-Situation und laut Wahlanalysen von Brexit hat es gezeigt, dass es zwei Hauptgründe dafür gab. Das eine war die Migration und das andere war der immer mehr Zentralismus. Und was wollen Sie? Sie schütten noch Öl ins Feuer und wollen immer mehr Zentralismus. Ich sage Ihnen, Ihr Weg wird dazu führen, dass es immer mehr Austrittstendenzen geben wird und das wollen wir nicht. Wir wollen die Europäische Union in Zukunft sichern und erhalten, weil sie wichtig ist für die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand und vielen anderen Themengebieten. Sie sollten aufpassen, dass Sie nicht der List der Idee zum Opfer fallen, wie es Hegel ausdrücken würde, und genau das bewirken, was Sie vorgehen, zu verhindern, die Zerstörung der Europäischen Union. Und wir wollen eine gemeinsame Kooperation und Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, auf Augenhöhe kooperieren, aber Nationalstaaten erhalten. Und jetzt kommen wir zurück zu dem EU-Vertrag. Ja, EU-Vertrag, ja. Natürlich hat er einige Inhalte gesagt, die unseren entsprechen, selbstverständlich. Allerdings haben wir in der Vergangenheit in den Jahren immer erlebt, wenn es eine Debatte über neue EU-Verträge gab, dann war es immer ein Mehr an EU. Immer, also man erinnert sich an die Debatte über den Verfassungsvertrag für die Europäische Union, man erinnert sich an die jetzigen
Debatten zur Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Und wir befürchten einfach, durch eine Neuverhandlung der EU-Verträge wird es eher zu mehr EU kommen und nicht zu weniger. Und man braucht ja keinen neuen europäischen Vertrag, also einen komplett neuen europäischen Vertrag, um auch Veränderungen zu bewerkstelligen. Mhm. Herr Vogelhuber, brauchen wir einen neuen EU-Vertrag? Also ja, wenn wir wenn die europäische Einigung, die immer noch Stückwerk ist, vollenden wollen, vor allem mit einer weiter entfalteten Demokratie, mehr Bürgerrechten, mehr soziale Dimension, dann brauchen wir das ganz dringend. Das ist klar, also ich muss ehrlich sagen, also die totale Zentralisierung oder nicht als Motto für den Herrn Bundeskanzler, das ist eine FPÖ-Sprache, die ich wirklich ablehne. Ich frage mich auch, was ihn da reitet, weil er ja für ein solches Mandat... Ich kann uns mal irgendeinen Duden vorlegen mit all den Worten, die man nicht benutzen darf. Das wäre auch hilfreich. Weil er für eine totale Zentralisierung ist ziemlich ein Humbug, oder? Wären wir auch in einer Meinungsfreiheitsdebatte. Können wir uns, glaube ich, verständigen, dass wir uns das... Trotzdem darf ich sagen, dass es ein Humbug ist, in der Europäischen Union von totaler Zentralisierung zu sprechen. Wissen Sie, was total heißt? Darauf können wir uns vielleicht noch einigen. Wenn Sie Worte verbieten, ist das irgendwann auch eine Meinungszensur. Also, ich habe gar nichts zu zensurieren. Ich stelle mich gegen eine Meinung. Deshalb verbiete ich sie nicht. Sie kritisieren immer einzelne Worte. Es geht aber um den Inhalt. Weil es eine Geisteshaltung zeigt und weil es ein Signal gibt. Die EU der totalen Zentralisierung zu beschuldigen, ist eine Diffamierung. Aber sie versuchen mich nur vom Thema abzuhalten. Ich weiß nicht, was dem Bundeskanzler oder Parteiobmann in diesem Fall, ich weiß nicht, in welcher Funktion er es da gesagt hat, reitet. Denn mit so einem Mandat, totale Zentralisierung oder nicht, hat man nicht einmal eine Drittelmehrheit in Europa, nicht einmal eine Viertelmehrheit. Es wird kein Mandat für einen neuen Konvent zu einem neuen Vertrag geben, der unter dem Titel totale Zentralisierung oder nicht steht. Das ist einfach Unsinn. Das ist einfach Populismus, um nicht zu sagen auch Rechtspopulismus. Beim Herrn Bundeskanzler kann man ja sehr oft nicht unterscheiden, ist er jetzt türkis oder blau oder ist das ein Übergang, der sich noch ergeben wird in den nächsten Jahren. Jedenfalls, das ist keine Art, mit Europa umzugehen. Europa hat gewaltige Probleme, hat Disbalancen zwischen den großen Institutionen, weil der Rat immer mehr und mehr Macht an sich reißt, nicht öffentlich, demokratisch nicht legitimiert. Es handelt sich da um Regierungsmitglieder und keine Gesetzgeber. Jedenfalls demokratisch legitimiert als Gesetzgeber sind sie nicht. Und das sind Dinge, die das Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger in Europa schürt und vertieft. Manche wollen das, weil sie davon leben, und manche wollen das nicht. Und wenn man dieses Misstrauen und diese Vertrauenskrise überwinden will, braucht man mehr Demokratie. Jetzt gibt es in Europa, und auch das ist der Humus, auf dem die Nationalisten wachsen, durch die Globalisierung, durch eine völlig neue Produktionsverhältnisse, Stichwort Digitalisierung, viele Menschen, die sich abgehängt fühlen, die sich sozial bedroht fühlen, die sich existenziell ausgegrenzt fühlen. Hier werden die Ängste geschürt, statt Hoffnungen zu begründen. Eine Hoffnung, die wir begründen können. Also die einzigen Ängste, die ständig geschürt werden, sind die gegen die FPÖ. Eine Hoffnung, die wir begründen können, dazu würde ich stehen, diese Ängste, ja, die möchte ich auch, das möchte ich auch klar machen, was das für eine Gefahr ist. Da haben Sie recht. Das hätte aber demgegenüber nicht nur, ich bin nicht nur für den Widerstand, sondern auch für den Gegenentwurf und für die Vision. Und die Republik Europa mit den Vereinigten Staaten zu verwechseln, das ist Ihnen als Juristin auch nicht abzunehmen, dass Sie den Unterschied nicht kennen. Das eine ist eine Frage der Kompetenzzentralisierung, das andere ist eine Frage der inneren demokratischen Ordnung. Okay. Inhaltlich ist leider von dem, was gefordert wird, egal unter welcher Überschrift, kaum mehr. Für eine Vertiefung Europas, Steger, nicht Herr immer Vogelhuber, für mehr Europa, sondern für qualitatives, schon für am tieferes Ende Europa. Angelangt. Danke für das sehr spannende Duell und die sehr spannende Diskussion. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück und dann sind wir mit unserem Dienstagsduell zurück, und zwar Sebastian Born-Mehner gegen Gerhard Gross. Wir werden unter anderem auch über die EU-Wahl sprechen. Ganz kurze Pause, bis gleich.